Observing an sich fasziniert mich, weil es in einerseits sehr interessant ist, was die Techniken angeht des Spiels. Man muss das Spiel extrem gut verstehen, man muss ein gutes Gefühl haben, was im Spiel passieren kann. Man muss im Prinzip das Spiel nicht nur analysieren, sondern es auch verstehen. Man kann eine viel bessere Story des Spiels erzählen, wenn man halt sich ordentlich vorbereitet. Und als Observer hat man eben die Möglichkeit, doch sehr viel Einfluss zu nehmen, eben halt diese Story voranzutreiben, die dieses gesamte Spiel irgendwie durchzieht. Bereiche für mich, die auf der ESL-One wirklich wichtig sind, sind vor allen Dingen gute Spiele und natürlich, dass die Fans sehr viel Spaß haben und das merkt man halt auch einfach, weil die Stimmung gut ist.